Shalom zusammen. In diesem Video wollen wir einmal auf eine messianische Prophezeiung eingehen, die wir in Jesaja 7 wiederfinden, wo auch der Name Immanuel auftaucht. So heißt es in Jesaja 7, Vers 14: Darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben: Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird ihm den Namen Immanuel geben. Diese Prophezeiung wurde bereits vor 2000 Jahren erfüllt, als die Jungfrau Maria den Messias zur Welt brachte, weswegen das Neue Testament sehr deutlich macht, dass mit Immanuel niemand anderes als Jesus Christus gemeint ist. In Matthäus Kapitel 1, Abvers 21 steht geschrieben: Sie wird aber einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Dies alles aber ist geschehen, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten geredet hat, der spricht: Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären, und man wird ihm den Namen Immanuel geben, das heißt übersetzt Gott mit uns. Der Name des Messias sollte also Jesus sein, auf Hebräisch Yeshua, was Erlösung oder Jahwe rettet bedeutet, denn Immanuel ist eher eine Art Titel, der deutlich machen soll, dass Jesus, der Messias, kein gewöhnlicher Mensch ist, denn so wie Immanuel Gott mit uns bedeutet, so ist Gott in Jesus Christus Mensch geworden, um mit uns zu leben. So heißt es in Johannes 1, Abvers 1: Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, nämlich dem Vater, und das Wort war Gott, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater. Laut Altem Testament ist Gott kein Mensch, doch Gott der Sohn zog seine Göttlichkeit aus und nahm die Gestalt eines Menschen an, wurde also Fleisch und Blut, damit er in der Lage war, für die Sünden der Menschen zu sterben, was Jesus als göttliches Wesen vor aller Zeit nicht vollbringen konnte, da Gott nicht sterben kann. So heißt es auch in Philipper 2, Vers 5 und im 1. Timotheusbrief, Kapitel 3, Vers 16: Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht für einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Gott ist geoffenbart worden im Fleisch, durch Jesus Christus. Das Wort war Gott und wurde Mensch, denn Jesus war in der Gestalt Gottes und Gott gleich, bevor er wie die Menschen wurde und als Lamm Gottes für sie starb. Eine Aussage des Messias macht ebenfalls deutlich, dass Gott in Jesus Christus immer mit uns sein wird, weswegen der Name Immanuel in Jesus auch seine Erfüllung findet. So sagte Jesus in Matthäus 28, Vers 19: Darum geht und macht alle Völker zu meinen Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin mit euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Gott ist mit uns durch Jesus Christus und im Heiligen Geist, auf den wir in einem zukünftigen Video noch eingehen wollen. Doch bevor es zum Ende der Welt kommt und Gott eine neue Erde und einen neuen Himmel erschaffen wird, tritt zunächst Jesus für 1000 Jahre seine Königsherrschaft auf diese Erde an, und dann ist buchstäblich Gott mit uns. Denn in Offenbarung 21, Vers 3 heißt es: Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen: Siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden seine Völker sein, und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und wenn Gott selbst dann auf dieser Erde wohnen wird, dann wird es eine Weltanschauung auf jeden Fall nicht mehr geben, nämlich den Atheismus, weil unser Glaube dann bewiesen ist, denn Gott ist mit uns. So heißt es auch in Jesaja 8, Vers 10: Schmiedet einen Plan, es wird doch nichts daraus, verabredet etwas, es wird doch nicht ausgeführt, denn Gott ist mit uns. Wir sehen also, dass Jesus dieser prophezeite Immanuel ist, der schon lebte, ehe Abraham war, ehe Noah war, ehe Himmel und Erde waren, weil Himmel, Erde und Adam im Anfang durch das Wort Gottes geschaffen wurden, das bald zurückkommt, um Gericht zu halten, denn die Wahrheit kommt ans Tageslicht und das Wahr ist und bleibt der König der Könige und der Herr der Herren, der Sohn des allmächtigen Gottes, Jesus Christus. Amen und Gottes Segen.